Sag, Leopold, was magst du als Bürgermeister, wenn der Krieg in deine Stadt kommt? 1644, am Jahresende, verlangte unsere Obrigkeit, die Stadt Eger, eine Abrechnung von uns, was es gekostet hat, die Soldaten des Kaisers zu verköstigen und unterzubringen. Alleine das Winterquartier für den Regimentsstab und eine Kompanie kroatischer Reiter hat uns 9.579 Gulden und 14 Kreuzer gekostet. Mein Gott, ich kann gar nicht beschreiben, was wir volle 18 Wochen an Jammer, Not und Angst gelitten haben. Als die Reiter abmarschieren mussten, war es am schlimmsten. Mitte Mai waren alle Kompanien hier versammelt. Alle Häuser waren voll mit fressenden und saufenden Reitern. Und an dem gleichen Tag hat meine Hausmutter ein Söhnlein zur Welt geboren. Weil es zugleich an diesem Christianstag war, habe ich ihn auf Christianus taufen lassen. Helfe Gott, dass er dem Tag und dem Namen nach ein guter und getreuer Christ werden möge. Und am selben Tag verlangte der Oberst von uns, dass wir ihm 700 Reichstaler verschaffen sollen. Wenn nicht, wolle er Bürgermeister und mich, den Richter, auf gut Türkisch prügeln und danach ins Loch stecken. Aber Geld hatten wir keins mehr. Alles, was wir ihm geben konnten, war unser Vieh, unser Getreid und unser Bier. Ja, das machte den Oberst so zornig, dass er uns Schelm, Dieb und rebellischer Hund genannt hat. Am nächsten Tag haben wir dann doch noch 400 Reichstaler zusammengekratzt. Außerdem gaben wir dem Oberst 2 Fässer Bier, viele Säcke Getreid und Mehl und außerdem Fleisch, Salz und Butter und alles, was ich sonst noch in unseren Kellern fand. Der Oberst nahm das und zog noch am gleichen Tag mit seinem Regimente wieder ab.